Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, dass ich kein Fan von großen Filmuniversen bin und es wirklich nicht mag, dass dann irgendwie so zwanghaft alles miteinander verwoben sein muss? Und dann wurde uns irgendwann angekündigt, ja, auch Jurassic Park bekommt natürlich ein neues Franchise, beziehungsweise wird das weder Jurassic Park noch Jurassic World heißen, aber es wird nach Jurassic World Dominion ein weiteres Franchise geben. Auch hier ist dann die Theorie, dass wir ein, naja, ähnlich wie auch bei Marvel oder auch im Monsterverse nun aufgebautes Universum bekommen werden. Das Ganze wurde jetzt mehr oder weniger bestätigt von niemand Geringerem als Steven Spielberg selbst. Worum genau es dabei geht und warum ich schon wieder schnaufen muss, das erfährst du in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Dieses Jahr feiern wir den 30. Geburtstag der Jurassic Park Filme bzw. des allerersten Jurassic Park-Films aus dem Jahr 1993. Lange Zeit haben wir jetzt auf eine große Ankündigung gewartet und eigentlich warten wir immer noch mehr oder weniger darauf und ich könnte mir vorstellen, dass ich das Ganze auch noch bis Sommer diesen Jahres hinziehen könnte, bis da jetzt wirklich ein großes Announcement kommt. Allerdings verdichten sich die Zeichen, dass alle Jurassic Park Filme noch einmal neu im Kino kommen werden. Universal selbst hat diesbezüglich zwar noch keine Äußerungen getroffen, allerdings hat sich Steven Spielberg dazu zu Wort gemeldet. Also er ist nicht darauf eingegangen, ob wir jetzt alle Jurassic Park Filme nochmal sehen werden. Nein, er ist auf eine andere Sache eingegangen, nämlich, dass ein Film von Steven Spielberg selbst jetzt offiziell zum Kanon der Jurassic Park Lore gehören wird. Jetzt haltet euch wirklich fest, erstmal muss ich dazu sagen, dass Steven Spielberg jetzt auf denselben Zug aufspringt wie Colin Trevorrow, finde ich schon ziemlich krass, weil, naja, ich den Mann eigentlich immer total angehimmelt habe und er jetzt aber anscheinend einfach auch meint, er müsste sinnlos und zusammenhangslos irgendwelche seiner Projekte jetzt als kanonisch zum Jurassic-Universum betiteln, wahrscheinlich einfach nur, weil er auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben will. Kurz und knapp gesagt, ja, ab jetzt ist es offiziell bestätigt, nichts Geringeres, also kein geringerer Film als Der Weiße Hai ist jetzt offiziell Teil der Jurassic Lore. Das ist wirklich kein Scheiß, ich habe mal die Quelle zum Link auch zu dem Video und zur Aussage von Steven Spielberg unten in der Beschreibung verlinkt, wo ihr mal draufklicken könnt und euch das Ganze selber mal anschauen könnt, das Video. Er erklärt, dass der Film sinnvollerweise einfach Teil des Jurassic-Universums sein müsste, weil das ja auch irgendwie logisch wäre. So könnte man zum Beispiel unter anderem auch die Größe des Weißen Hais erklären, ja dieser kein richtiger Weißer Hai gewesen wäre, sondern eben einfach nur ein Produkt von Ingen, welches ins offene Meer gekommen ist. Noch dazu teilte Spielberg in dem Interview mit, dass es in naher Zukunft noch weitere Filme in diese Richtung geben werde. Das heißt Filme, die eben dann zum Zeitpunkt von Der Weiße Hai spielen müssten oder sollten. Das bedeutet für mich, dass auch das eine Vorgeschichte zu Jurassic Park werden müsste, oder? Weil Der Weiße Hai spielt ja dann chronologisch vor Jurassic Park. Man soll auf jeden Fall in diesen Filmprojekten oder in diesem Filmprojekt dann eben genau das erfahren, dass Der Weiße Hai aus dem Film Der Weiße Hai eigentlich ein prähistorisches Tier wäre. Eventuell geht man hier auf das Megalodon-Szenario nochmal ein, das weiß ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Bestätigung, ja, nicht nur der Spinosaurus ist Teil von Jurassic World Dominion gewesen und wir haben ihn einfach noch nicht gesehen. Auch der Weiße Hai ist jetzt Teil des Jurassic-Universums. Wie gesagt, ich habe euch unten drunter in dem Video den Link reingestellt, wo ihr gerne draufklicken könnt. Über diesen Link gelangt ihr dann zu dem Video von Steven Spielberg und könnt euch das Ganze mal selber angucken. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Meine Meinung ist, glaube ich, relativ klar. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.